Bäcker, Transporteure oder Werkstätten. Immer mehr heimische Betriebe zittern ums Überleben. Der Grund? Explodierende Strom- und Gaspreise. Das ist das Alarmierende für uns. Überall dort, wo man Gas, Strom, Sprit braucht, dort schlagen im Moment Kosten auf, die nicht mehr berechenbar und kalkulierbar sind. Wir haben seit einem Jahr, speziell seit März, eine massive Entwicklung bei unseren Energiekosten, sprich bei unseren Diesel-Einkaufspreisen. Wir sprechen von einer Preisentwicklung nach oben von über 80%. Die Stromrechnung reißt ein tiefes Loch ins Budget. Bei manchen Unternehmern hat sich der Strompreis verzehnfacht, so Hummer. Fleischereibetriebe, die uns reinschreiben, sie bekommen fürs nächste Jahr gar keine Verträge mehr. Von aktuell 6,2 Cent für die Kilowattstunde auf aktuell dann 60, 70, 90 Cent. Statt 15.000 Euro zahlt ein Fleischer jetzt also 95.000 Euro für den Strom. All das ist Realität aktuell und damit sind diese Betriebe einfach in der Verlustzone angekommen. Und damit stellt sich dann die Frage, weitermachen oder zusperren. Strompreisbremse und Klimabonus entlasten Haushalte. Für Unternehmen gibt es bisher nichts. Seit Wochen verhandelt die EU über Förderungen. Wir haben nicht die Zeit, dass wir auf die Lösungen der Europäischen Union warten, weil die dauern immer Monate, wenn nicht noch länger, bis hier tatsächlich die Empfehlungen umgesetzt werden können. Das heißt, wir brauchen von Österreich, von der Bundesregierung jetzt Eingriffe in diesen Markt. Die Wirtschaftskammer fordert rasch eine Finanzspritze für Unternehmer, auch wegen der hohen Steuerlast. Österreich ist eines der abgabenstärksten Länder weltweit und liegt laut einer aktuellen OECD-Studie auf Platz 3 nach den Spitzenreitern Belgien und Deutschland. Das heißt, vom Einkommen kommen über 47% an Steuern und Abgaben, Sozialabgaben weg. Konkret fordern die Arbeitgebervertreter Steuern senken, keine CO2-Abgabe und einen fixen Strompreis. Verändert werden soll, verändert werden.